alles ist in Ordnung. Es ist einfach himmlisch. Ich sehe meine Eltern. Sie sehen glücklich aus. Sie haben ein Geschenk für mich. Was könnte es sein? Eine Katze! So süß und hübsch! Schwarz wie die tiefste Nacht. Es ist Mr. Midnight. Mein bester Freund. Mein einziger Freund. Wir essen zu Abend und Tante Grace ist auch da. Ich mag sie wirklich sehr. Es ist Freitag. Meine Eltern gehen aus. Tante Grace passt gut auf mich auf. Wir haben so viel Spaß. Es ist Montagabend. Ich spiele mit Mr. Midnight. Aber irgendwas fühlt sich falsch an. Eine seltsame Kreatur vor meinem Fenster. Ich mag sie nicht. Sie macht mir Angst. Plötzlich höre ich etwas. Es ist Mama. Sie schreit. Ich will wissen, was los ist. Ein helles Licht scheint aus dem Zimmer meiner Eltern. Ich gehe näher ran. Und noch näher. Mama? Papa? Bitte nicht. Mami? Papi? Fran, bitte folge meiner Stimme. Ich zähle bis drei und dann wachst du auf. Eins. Zwei. Drei. Fran, wie fühlst du dich? Mir geht's gut, glaube ich, oder ich fühle mich, als ob ich sterbe. Mir geht's gut, glaube ich. Es ist nur traurig, immer das Gleiche zu sehen. Traurigkeit ist in jedem von uns. Ich möchte nach Hause. Du kannst nicht nach Hause, Fran. Du musst gesund werden. Ich bin nicht verrückt. Ich bin überhaupt nicht verrückt. Lassen Sie mich raus. Du weißt, dass wir das nicht tun können. Aber jetzt habe ich etwas für dich, Fran. Was ist es? Siehst du den Tisch? Da ist ein kleines Paket für dich. Es ist von Tante Grace. Nimm es. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen Fran Bo. Ja, das arme kleine Mädchen, das den Tod seiner Eltern mit ansehen musste. Und wir gehen mal hier rüber. Das war die Geldbörse meiner Mutter. Mach sie auf. Da ist etwas drin. Untersuchen. Liebste Fran, hier ist die Geldbörse, die du so gerne magst. Ich dachte, du würdest sie gerne haben wollen. Als ich an dich gedacht habe, habe ich mich erinnert, dass du gerne Dinge untersuchst und sie miteinander kombinierst.
Ich hoffe, du wirst diese Geldbörse für immer behalten und benutzt sie und die Dinge, die du hineintust, gut. Vergiss niemals, dass die Kreativität die absolut größte Gabe ist, die du besitzt. In Liebe, Tante Grace. Sie macht sich Sorgen um dich. Ich mache mir auch Sorgen, weil ich nicht verrückt bin, aber immer noch hier bin. Hör auf, du bist außer Kontrolle, junge Dame. Kann ich jetzt gehen? Ja, du kannst gehen, aber bevor du das tust, ist es Zeit für deine Medizin. Ich will keine Medizin mehr ausprobieren. Sie heißt Duotine und du wirst dadurch ganz ruhig. Schwester, wir sind bereit. Gibt es etwas Neues, Dr. Dern? Nein, nichts. Die gleiche Vision wie vorher. Oh, verstehe. Hier, Fran, nimm deine Medizin. Ich fühle mich nicht gut. Oh nein, bringen Sie sie zurück auf ihr Zimmer. Und Schwester, lassen Sie die nie mehr nehmen. Pass auf, Rainbow. Haus des Wahnsinns verlässt, werde ich dich jagen, dich fangen und dich zurück in den Wahnsinn treiben. Fran, wach auf. Ja. Die Medizin hilft dir zu fliehen. Miau. Ich warte im Wald auf dich. Miau. Ich liebe dich. Kapitel 1. Mein nüchterner Tag. Ich bin immer noch da. Scheußlicher Ort. Ich muss hier raus. Oh, süße, süße Melodie. Geschichte: Die Patientin wurde in der Nähe der Oswald-Anstalt gefunden und zeigte Anzeichen einer Psychose. Die Beau-Dagenhardt-Familientragödie. Details werden vermieden. Behandlung: Dr. Marcel Dern hat verschiedene Formen der Medikation ausprobiert und alle wegen Nebenwirkungen abgebrochen. Ich schnapp mir deine Nase. Ich krieg sie schon. Bist du ein fröhlicher Clown? Kannst du mich zum Lachen bringen? Es fällt mir schwer, wieder zu lachen. Okay. Rot, was? Rot und klein, ihr versteckt euch vor mir. Ich muss Mr. Midnight finden. Ich muss ihn jetzt finden. Ich vermisse mein Kätzchen. Er versteckt sich, weil er Angst hat. Er hat gesagt, die Medizin zeigt mir, wo er ist. Ich hasse das Monster. Okay. Abgeschlossen. Ein guter Grund, neugierig zu werden. Ich sollte mir den Schlüssel dafür besorgen. Immer noch abgeschlossen. Oh, du liebe Zeit. Etwas ist runtergefallen. Ein praktischer Haken. Ich bewahre ihn auf, um später Piraten zu spielen. Okay. Turmwache. Wir haben hier eine verrückte Person namens Fran. Oder war es Wachturm? Ich glaube, das ist der Ausweg. Ich glaube nicht, dass mein Kopf durch das Fenster passt. Gut, hier noch was. Hoffentlich fällt mir das nicht auf den Kopf, während ich schlafe. Mein Bein geht es gut.
Ich bin nicht behindert. Leere Flasche, leere Gläser, nichts Nützliches. Ich glaube, davon brauche ich nichts. Okay. Oh, ich will wissen, was sie schreibt. Ich bin neugierig. Ich denke, die Schwester würde mich nichts anfassen lassen. Oh, Fran, du bist wach. Gut. Ja. Geh jetzt, ich arbeite. Wie lange habe ich geschlafen? 3 Tage vielleicht. Oh nein, so viele Tage? Ich sollte mein Kätzchen suchen. Deine Katze ist wahrscheinlich tot, Mädchen. Geh jetzt, ich arbeite. Oh. Schwester, ich habe etwas angestellt. Siehst du? Du bedeutest nichts als Ärger. Was ist los? Ich wollte nach draußen sehen und habe die Vorhänge kaputt gemacht. Pff, aus Versehen, was? Ich muss das reparieren. Folge mir. Wow. Schon gleich. Ja, ich bin neugierig, aber die Schwester ist noch im Raum. Sie würde durchdrehen, wenn ich etwas anfassen würde. Ich werde besser mal mit ihr reden. Ja, okay. Gut. Hey. Etwas fehlt. Hast du den Haken gesehen, der die Vorhänge oben hält? Was ist ein Haken? Nein, ich habe nichts gesehen. Naja, ich muss los und etwas suchen, um das zu reparieren, du kleines Mädchen. Oh, ich behalte diese Pflaster, um Blutungen zu stoppen. Ein Gewalttrauma kann große Auswirkungen auf ein Kind haben und ihr normales Leben radikal verändern. Zum Beispiel haben Kinder, denen ein traumatisches Erlebnis widerfahren ist, kleine bis große Defizite in einigen Bereichen wie nahen Personenvertrauen, die Welt als einen sicheren Ort ansehen, Entscheidungen treffen etc. Wegen dieser Auswirkungen können traumatische Erlebnisse zu verschiedenen Symptomen starker Geisteskrankheit führen. Zum Beispiel anderen Menschen nicht vertrauen oder sich in der Welt nicht sicher fühlen, kann als paranoid eingeschätzt werden. Bild eines Gehirns. Und hier. Oh Gott. Kann man das irgendwie übersetzen? Die Handschrift der Schwester ist schrecklich. Ich kann nur 3 Worte lesen. Fran schläft und Duotine. Ja, und ja. Die Patientin schlief fast die ganze Zeit. Sie wacht nur auf, um etwas zu trinken, aber ich glaube nicht, dass sie sich daran erinnert. Nachdem sie etwas getrunken hat, schläft sie wieder ein. Sie hatte seit 3 Tagen keinerlei Kontakt mit irgendjemandem. Einige Kinder kamen vorbei und fragten, wann sie zum Spielen rauskäme. Duotine. 8H? Ich schreib mal auf, ne? 8H? Keine Ahnung. Ich glaube, hier ist die Medizin, aber es ist abgeschlossen. Oh mein Gott, das ist schrecklich. Warum hat die Krankenschwester das? Sie will uns alle töten. Ich lasse das lieber so. Ich muss wirklich hier rauskommen. Okay, dann gucken wir mal. Untersuchen. Meine Medizin ist da drin. Ich weiß es. Ich muss den Code knacken. Benutzen. Ah, okay. Hide. Moment. Hide. Dann ist ein I. Das ist die 9. D ist 4. Und E ist 5. 8, 9, 4, 5. So. Medizin. Mein Kätzchen sagte mir, sie würde mir helfen. Gut. Dann nimm mal. Pass auf, was du tust. Du hast
hast etwas Blut am Mund. Geht es dir gut? Raus, gruselige Kreatur! Was bist du? Ah, sag's mir! Du willst mich traurig sehen? Hallo, Frau Krankenschwester. Geht es Ihnen gut? Hallo? Nicht so leicht hier durchzusehen. Ist das der Spielplatz? Vielleicht hat schon jemand versucht, durch dieses Fenster zu springen. Ja, guck mal durchs andere. Ah, der Spielplatz. Gute Nacht, Bäume und Mond. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine gute Fluchtmöglichkeit ist. Ich mag das Häschen-Schaukeldings. Wird mir immer schwindelig. Okay, sonst aber jetzt nichts hier, ne? Hier kann man noch was gucken. Entschuldigen Sie, Schwester, das könnte sehr nützlich sein. Oh. Okay. Gut, dann mache ich die Pillen mal aus. Dann gehen wir mal zurück. Ich hoffe, dass dich jemand liebt. Nochmal hallo, Herr Teddy. Hallo, Phil. Hallo. Wie geht es dir? Alle sagen, ich bin krank. Muss Kätzchen Finn schützen. Das sagen sie immer. Sie sind einfach dumm. Gehst du heute Nacht? Das werde ich, wenn du mir hilfst. Alles, was es weiß, was ich weiß, ist, dass das Büro der Schlüssel ist. Der Schlüssel? Ist ein Schlüssel im Büro? Ich sah, wie der Doktor einen geheimen Code notierte. Ein geheimer Code, um die gelbe Tür zu öffnen? Er will nicht, dass ich es dir sage. Wer? Er! Er! Alle Türen sind verschlossen. Du bist eine Gefangene meiner Spiele. Und niemand hilft dir zu fliehen. Lass mich in Ruhe. Ich hasse dich. Mami, Papi, ich brauche euch gerade so sehr. Nein, ich lasse mich nicht von diesem Monster aufhalten. Okay. Er sagt nichts mehr, ne? Hast du schon den Code vom Doktor gefunden? Ich bin nicht krank, Mutter. Bin ich nicht. Was guckst du so? Ich tu dir weh, wenn du mich anfasst. Okay. Alles klar. Der Patient kam mit seiner Mutter Rachel Brownstone in die Oswald-Anstalt. Der Junge hat ein paranoides Verhalten entwickelt. Die Paranoia wurden noch nicht diagnostiziert. Behandlung. Tägliche Behandlung von Dr. Marcel Dern. Wir haben das Vertrauen des Patienten noch nicht erlangt und er lehnt jegliche Befragung ab. Okay. Achso, nein, ich wollte nicht mit ihm reden. Entschuldigung, ich wollte hingucken. Oh, eine geheime Box. Eine hölzerne Kiste, sie ist offen. Ein Schlüssel, der wird sicher etwas öffnen. Ja, das glaube ich auch. Aber was? Guck mal hier. Ich hatte auch mal ein blaues Kleid wie du. Ich kann jetzt nicht mit dir spielen, ich bin auf einer geheimen Mission. Oh, Herr Holzpferd, hast du Spaß? Vor und zurück. Der Ritt unseres Lebens. Iha! Wenn ich mich hinsetze, stehe ich eh wieder auf. Also was soll das? Sitzen oder nicht sitzen? Das ist hier die Frage. Okay, dann können wir ja mal unsere Pillen nehmen. Was für Pillen sind das denn, ey? Hallo? Oh nein, dein Kopf! Ich versuche mal, deinen Kopf wieder aufzusetzen. Oh, tut mir leid. Ich kann dir nicht helfen, Herr Hirsch. Okay.
Wer guckt wen an? Wer sagt das? Phil spielt mit seinem... Phil spielt mit seinem Onkel. Und sein Onkel ist verrückt. Phil weint. Oh, armer Phil, siehst du? Den Vogel habe ich nicht mehr gelesen. Deine Mami ist nicht fröhlich. Onkel wird sterben. Was ist das schwarze Ding, das neben dir sitzt? Er sagt dir Dinge. Kannst du sie hören? Okay, sonst gibt's auch hier. Du kannst sehen. Du kannst sehen. Ja, das können wir allerdings. Okay, das, ja. Abgeschlossen. Natürlich. Das ist nicht zufällig der Schlüssel hier, ne? Benutze kleiner Schlüssel mit. Schlüssel ist zu klein. Immer noch abgeschlossen. Fast, aber da ist noch ein Loch. Ich brauche etwas anderes. Hä? Da ist noch ein Loch? Damit nicht, ne? Kombinieren. Das klappt nicht. Okay. Den kann man auch nicht damit benutzen. Die Form ist nicht richtig. Okay, dann gehe ich mal zurück. Aber wohin? Ah, warte mal. Ja, ich hab's. Und da ist etwas drin. Oh, meine liebe Familie. Ich werde es mit meinem Leben beschützen. Ich vermisse euch so sehr. Ich brauche euch wirklich hier bei mir. Ich werde mein Kätzchen finden und zu dir gehen, Tante Grace. Ich weiß, dass Tante Grace gut für mich und Mr. Midnight sorgen wird. Ich wünschte, meine Eltern wären am Leben. Okay. Meine Haarklammer. Ich sollte sie weise einsetzen. Ja, vielleicht ja mit dem Schloss. Es passt, aber da sind zwei Löcher. Ich brauche etwas anderes. Und die kann man kombinieren mit der Stecknadel. Benutzen. Hier benutzen mit Tür. Hey. Ja, auf zum Glück.